heute eine Skybase bauen. Wie viel willst du für den FM? Das ist halt nicht mal der Mathe-Tanz. Nein, aber das da. Das ist doch kein Tanz, Junge. Ja, aber es ist halt irgendwas Ekliges mit Mathe und Mathe ist halt scheiße. Das habe ich irgendwie im Battle Pass. Ich hasse es. Wo ist meine Maus? Ich will meine Maus hier rüber. Ja. Ah, endlich ein Gegner. Nein, aber nicht ein Autogegner. Also was hasse ich? Ich auch. Wirklich, Leute, spielt nicht Auto. Das ist dumm. Okay, es ist schlau, aber spielt. Naja, ah, klar. Okay. Logik ist bei mir alles. Bitte, nein, klau mir nicht. Ist immer super ohne Waffe. Das mag ich sehr gerne. Es ist ein relativ entspanntes Leben. Man hat immer sehr viel Lust dabei und man gewinnt eigentlich auch. Also ohne Waffen gewinnt man immer. Ah, echt? Ja. Das ist mein Erfolgsrezept. Ich schlag jetzt mal auf die Kiste drauf. Die Runde, okay? Die Runde. Ah ja. Okay, also ein blaues Sturmgewehr ist nice. Das ist schon richtig cool. Ab zu einem. Zu viel, zu viel, zu viel. Das ist so cool. Das ist so cool. Der wird jetzt so gerecht. Wo ist der? Wo ist der? Hier. Du wirst dein blaues Hund annehmen. Komm. Dich hole ich, du. Wo bist du? Ha! Das nennt man Karma. Der war der, der mich gerade gekillt hat. Das nennt man Karma. Das nennt man Karma. Und das finde ich das Coole. Du kannst halt den Leuten hier halt richtig gut Karma geben. Wer bist du? Oh, wieder mich.
Ja, okay. Lädst du den später hoch? Ich werde wahrscheinlich wieder so eine Zusammenfassung machen. Also der Livestream wird auf jeden Fall online kaufen. Sprachen lernen, Bubble. Vier Zuschauer, lol. Hast du noch einen? Er hat keinen anderen Wort, ne? Sprachen lernen, Bubble. Hör doch auf zu rübsen. Ich hab gar nicht. Naja, doch, ich hab ja. Und stellen die Kommunikation her. An der Gegensprechanlage können wir das Geschehen nachverfolgen. Kennst du diese Seniora? Sprachen lernen, Bubble. Oder wie das heißt? Seniorenzocken. Ja, genau, das ist so geil, dieser Kanal. Ich finde den voll lustig. Was Witziges. Vor 15 Minuten. Ich glaube, da soll man nichts hören. Was macht die, Alter? Oh, die Arme. Ich hab voll Mitleid. Oh, ich hab voll Mitleid mit ihr. Aber trotzdem geil. Mach dir doch ab! Oh, wie süß. Du musst es abmachen, die arme Katze. Ist so, ne, die arme. Oh, süß! Oh. Alter. Guck mal, jetzt ein Chica leckt es ab. Chica leckt es ab. Geil. Wie sie aussieht, ne? Hey, gönn mal. Ja, gönn mal. Hier hängt die Webcam, ne? Hey, warum hast du da... Bah, was machst du halt? Super, war toll, ne? Und eine Webcam ist immer am besten. Aber Monte war jetzt im Knast. Monte ist ausgebrochen aus dem Knast. Ja, die Wohnung, ja? Es ist halt richtig Monte, ne? Aber jetzt freue ich mich, dass er aussieht. Nice, richtig nice. Moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, euch würde es mal interessieren, wie die Wohnungen aussehen, die ich mir gekauft habe. Das ist eine Wohnung in Hamburg und hier wohnt Monte. Moment, Moment, Moment. Also 160.000 Euro? Ach ja, scheißegal. Oh, oh, Spannung liegt in der Luft, Leute. Spannung. Leute. Leon war scherzhaft. Jetzt ist er mega. Es nervt. Mann, Monte. Geh einfach, Digga. Okay. User disconnected from your channel. Und jetzt? User joined your channel. Och, Junge. Ich bin unlustig. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Ponydeck. Wie er immer lacht, ne? Diese Lachen von Monte, Leute. Wie findet ihr die? Die ist so scheiße, oder? Und? Digga, willst du mich jetzt von der Seite viel kämpfen? Ich bin heterosexuell. Die Musik, ne? Also ich weiß es nicht, aber ich habe bestimmt 100.000 Euro für Anwalt bezahlt. Das ist eigentlich gar nicht so viel, Digga, wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt diesen Monat 40.000 gemacht habe. Digga, wer arbeitet denn für so wenig Geld? Ah, Digga, also... Ja. Hier, guck mal hier, Big Farm, ich habe jetzt schon den 8-stelligen Millionenbereich von meinem Konto. Und zwar habe ich in die Beyond Meat Aktie letztes Jahr investiert. Das ist einfach nur aus Überzeugung, weil es halt ein veganes Produkt ist und weil das so ein bisschen diesen veganen Bild hat. Und ich dachte, ja komm, ich schaff an Geld rein, weil ich das einfach über. Und die ist dann richtig investiert. Danach habe ich das Geld davon mir genommen und habe sie in die Tesla-Aktie gesteckt, weil ich dachte, ja, Tesla, das sieht gerade gut aus. Der macht das schon, der macht das schon ganz gute Sachen und dann ist die auch noch explodiert und aufgrund dessen hatte ich einfach ein bisschen Geld drüber. Hallo? Hey, ist ja schön und gut, was du da erzählst, aber wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessieren? Oh mein Gott, das ist richtig. Leute, jetzt. Völlig losgelöst von der. Es wird noch besser. Guck mal, sein Gesichtsausdruck immer, ne? Das ist so lustig. Kann ruhig etwas spottern. Sei mir nicht sauer. Ich glaube immer an das Gute in Menschen. Aber die Frage ist halt... Und das war oh, nein! Nicht so was. Das müssen wir jetzt etwas leiser machen. Sorry, Leute. Es ist so und... Halt deine Schnauze! Leute, das ist ja krass, ey. Oh, oh.
Oh. Deine Hunde, Sohn! Ey, guck mal, jetzt sehen die Leute, glaube ich, am Stream, oder? Leute. Versucht. Nachzudenken. User in your channel was kicked from the server. There's a sound that no one knows. Yes. What does the fox say? Wait, 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 wait. Entschuldigt bitte. Das war cringe dein Urgroßvater, Digga. Ja, verpiss dich doch. Ja, also es war wirklich richtig cringe. Ja, keine Sau interessiert sich für dich. Du hast nichts zu Artikel 13 gelernt. User in your channel was kicked from the server. So ein Wichser. Wisst ihr, Leute, ich finde halt, die Sache ist ja, das ist ja nicht gespielt so, das ist ja halt YouTube-Kache. Das heißt, diese Leute, die dahinter stecken, die suchen so viele Clips raus und es gibt teilweise Clips, wie mit dieser Leiche, weißt du, da denkst du dir so, wie, woher kommen diese Clips, wann hat er das gesagt? Das finde ich halt richtig geil. Das, also diese Leute, die das machen, denen echt Respekt so, das ist echt geil. Und jetzt ASMR. Oh,